Massenabschiebungen und eine strafrechtliche Verfolgung von Joe Biden. Ex-US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview mit dem Magazin Time seine Pläne für den Fall einer Rückkehr ins Amt umrissen. Trump wird aller Voraussicht nach im November abermals für die Republikaner gegen den Demokraten Biden antreten. Auf die Frage, ob er bereit sei, für den Umgang mit dem politischen Gegner die US-Verfassung außer Kraft zu setzen, antwortet Trump, der Feind von innen sei oft gefährlicher für die USA als äußere Feinde wie China oder Russland. Über Biden sagt der 77-Jährige, ich bin mir sicher, er wird für alle seine Verbrechen verfolgt werden, denn er hat viele Verbrechen begangen. Worin diese Verbrechen bestehen sollen, führt er nicht aus. Trump sieht sich selbst mit 4 strafrechtlichen Anklagen konfrontiert, die er immer wieder als Hexenjagd anprangert. Als eines seiner zentralen Vorhaben für eine zweite Amtszeit nennt Trump Massenabschiebungen von Zuwanderern. Zum heftig umstrittenen Abtreibungsthema bekräftigt er, dass die Gesetzesregelungen von den einzelnen US-Bundesstaaten getroffen werden sollten. Eine Überwachung von Schwangerschaften hält er dabei für möglich. Für den Fall einer abermaligen Niederlage gegen Biden schließt Trump einen erneuten Gewaltausbruch nicht aus. Ich glaube, dass wir einen großen Wahlsieg haben werden und ich glaube, es wird keine Gewalt geben, sagt er. Er schränkt aber ein, wenn wir nicht gewinnen, wissen Sie, es kommt darauf an. Bidens Wahlkampfteam erklärt in einer Reaktion auf das Interview, der Ex-Präsident sei eine Gefahr für die Verfassung und eine Bedrohung für die Demokratie.